Liebe Freunde, ich möchte beginnen mit etwas, was schon ein kleines bisschen länger her ist als 100 Jahre und aus der Vorbereitung der Gründung der Christengemeinschaft stammt, wo Rudolf Steiner zum ersten Mal zu den Gründerinnen und Gründern der Christengemeinschaft über diese 7 Zahl der Sakramente gesprochen hat und hat auf etwas zurückgegriffen, das er schon vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum zweiten Mal im Jahre 1909 angesprochen hatte in der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde. Es ist kein ganz isoliertes Thema, das kommt hier und da auch sonst einmal vor, aber nicht sehr viel. Das ist, in die Natur zu schauen und dort nachzusehen, was entwickelt sich und was wickelt sich gleichzeitig ein. Er nennt das Evolution und Involution. Und zu diesem Auswickeln und Einwickeln in der Natur, bei den Pflanzen, bei den Tieren, fügt er da an dieser früheren Stelle noch etwas hinzu. Das nennt er die Schöpfung aus dem Nichts. Das ist dann die Aufgabe von uns Menschen, indem wir die Natur betrachten lernen, unsere Sinneseindrücke verarbeiten, unsere Sinneseindrücke durch Denken und Ordnen schaffen wir in unseren Gedanken Dinge, die es vorher nicht gab. Das nennt er Schöpfung aus dem Nichts. Und er greift dann eben ein Jahr vor der Gründung der Christengemeinschaft auf diese Gedanken zurück, vor allem auf die ersten beiden, die Entwicklung und die Einwicklung. Und wendet das an auf die 7 Zahl der Sakramente. Leider nicht so ganz durchgängig, dass er da alles erklären würde und man würde sofort alles verstehen, aber doch so, dass das anregend ist und mich angeregt hat zu dieser Betrachtungsweise, das mit den heutigen Alltagsfragen in Verbindung zu bringen. Also ganz kurz noch einmal dargestellt: In der Natur, wenn etwas erscheint, verschwindet etwas anderes. Das klassische Beispiel ist eine einjährige Pflanze. Wenn wir den Samen vor uns haben, dann haben wir physisch die kleinstmögliche Form und geistig das größtmögliche Potenzial, die Möglichkeit. Und wenn die Pflanze aus dem Samen wächst, dann verschwindet das Potenzial in die wachsende Pflanze hinein und verwirklicht sich. Und die physische Form wird groß. Die physische Form wächst und die geistige Möglichkeit verschwindet da hinein. Das ist eine physische Evolution und eine geistige Involution. Bis in der Blüte der neue Same geformt wird und da dann das Physische wieder ganz klein wird und das geistige Potenzial groß. Und da geschieht eben das Umgekehrte, da gibt es eine Involution des Geistigen, nein, eine Evolution des Geistigen, eine Involution des Physischen. Und diese Prozesse erscheinen eben auch wieder im menschlichen Leben. Aber im menschlichen Leben ist das alles nicht sichtbar im Irdischen, sondern wenn man das auf das menschliche Leben anwenden will, müssen wir die Sache mit dem Samen und der Entfaltung aufteilen auf die physische und auf die geistige Welt. Bei uns, bei einem Menschenleben, ist der Same nicht physisch.
sondern der Same entwickelt sich nach dem Tod in der geistigen Welt, wird riesengroß nach dem Sterben und konzentriert sich wieder in der Empfängnis für ein neues Erdenleben, ins Kleine. Und wenn wir auf, ich sage mal, ethische Alltagsfragen Antworten suchen, ich meine mit den Alltagsfragen jetzt nicht, wer heute den Abwasch macht oder wer einkaufen geht oder wie man seine Wohnung renovieren soll. Es sei denn, man fängt an, darüber zu streiten, dann wird es wieder auch eine ethische Alltagsfrage. Aber wenn wir über ethische Alltagsfragen nach Antworten suchen, dann müssen wir eben immer den ganzen Prozess anschauen und haben ihn nicht innerhalb eines Jahres wie bei der einjährigen Pflanze irdisch vor uns. Zum Beispiel, was das Geborenwerden und das Sterben angeht, macht es einen riesigen Unterschied aus. Ob wir nur das physische Dasein betrachten, sozusagen nur die Evolution, die Entwicklung unseres Leibes und dann unseres Lebens, wie es sich so abspielt, oder ob wir gleichzeitig uns anschauen, wie das Geistige, das Riesengroße vor der Geburt, das geistige Potenzial für unser Erdenleben langsam in die Wirklichkeit dieses Erdenlebens verschwindet und natürlich letztlich sehr viel kleiner wird, als was wir alles hätten tun können und hätten werden können. Wir verwirklichen ja nicht alles, was da in unserem geistigen Samen vorhanden war in diesem Leben. Und das bedeutet, wir suchen eigentlich, wenn wir die Betrachtungsweise auf das geistige Dasein und das Potenzial und die Evolution und die Involution ausdehnen wollen, dann suchen wir in diesem ganzen Vorgang das Mysteriöse, das nicht ganz Offensichtliche. Welche Möglichkeiten verwirkliche ich in meinem Erdenleben, welche nicht? Was hindert mich daran? Wie sind meine Einstellungen, die mich vielleicht selbst hindern? Wie wirkt meine Umwelt? Wie wirke ich selber? Wir betrachten ein Mysterium. Und das griechische Mysterion ist eben ziemlich früh in der Geschichte der christlichen Religion ins Lateinische übersetzt worden als Sacramentum. Und schon da ist etwas geschehen, denn ein Mysterium ist deutlich größer als ein Sakrament. Auch ein gewisser Involutionsvorgang von einer Sprache zur nächsten. Ein unglaublicher Wandel der Bedeutung. Und auch wenn wir über die ganzen Machtfragen innerhalb der Kirche gar nicht weiter nachdenken, die da eine Rolle natürlich auch gespielt haben, wenn wir dann weitergehen in der Kirchengeschichte, kommen wir zur Reformationszeit. Und die Reformation hat dieses ganze Gedankengebäude rund um den Weg vom Mysterium zum Sakrament noch einmal gewaltig reduziert. In der Reformation, die Reformatoren haben überhaupt nichts mehr von diesem umfassenden Mysteriengedanken eigentlich erlebt, sondern haben nur noch geschaut, was ist denn von diesen 7 Sakramenten, die sich inzwischen entwickelt hatten, die es ganz am Anfang im Urchristentum so noch nicht gab, welches von denen geht denn auf einen Befehl von Jesus Christus selbst zurück?
Das war dieses reformatorische, allein die Schrift, allein die Heilige Schrift ist gültig. Und alles, was darum herum sich entwickelt hatte, hielt man für einfach kirchliches Machtbrimborium. Wollte das auf das Wesentliche reduzieren. Und dann blieb nur noch übrig die Taufe und das Abendmahl, die als Sakramente bezeichnet werden konnten. Jedenfalls bei Luther, der hat noch überlegt, ob die Buße, die Beichte irgendwie dazugehören sollte. Denn es gibt ja in den Evangelien auch Worte des Christus über die Sündenvergebung. Und dann hat er sich doch dagegen entschieden, aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit dem, was die Beichte, die katholische Beichte für ihn eben nicht bewirken konnte. Aber es gibt für das Abendmahl die Einsetzungsworte in den Evangelien und im ersten Korintherbrief und es gibt für die Taufe den sogenannten Taufbefehl. Ganz am Ende des Matthäusevangeliums: geht hin in alle Welt und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und insofern haben die Reformatoren dieses Mysteriöse völlig verloren. Und zurückgestutzt, kann man sagen, auf das, was aus den Evangelien selbst hervorgeht. Nun ist es tatsächlich so, dass diese Siebenheit der Sakramente vom Urchristentum aus sich erst langsam entwickelt hat. Und die hatten recht, die Reformatoren, sie finden das nicht in der Bibel, außer eben Taufe und Abendmahl und dies und das über Sündenvergebung, aber das ist dann schon umstritten. Es hat sich entwickelt, diese Siebenzahl, und sie ist eigentlich schwer zu begründen. Man merkt das, wenn die katholischen Theologen sich bemühen zu begründen, warum das nur gerade sieben sind und nicht fünf oder zwölf oder 144. Sie tun sich schwer damit. Die katholische Kirche hat ein ganzes Buch voll sozusagen ergänzenden Sakramentalien zusammengesammelt im Lauf ihrer Geschichte zur Weihe von Taxis oder Feuerwehrautos oder Flugzeugen. Immer mit biblischen Bezügen. Ich habe mal, irgendwann hat mir jemand vorgelesen, die Weiheformel für Flugzeuge, die beginnt mit dem feurigen Wagen, mit dem Elias in den Himmel gefahren ist. Es gibt immer biblische Bezüge zu finden. Wie es beim Feuerwehrauto funktioniert, weiß ich nicht ganz, aber der Katholizismus hat ja diese Möglichkeit, eben das Alltagsleben in dieser Form in das Sakramentale hereinzuholen, indem einfach alles eine Weihe erfahren kann. Und das, man kann darüber ein wenig lächeln, aber man kann auch versuchen zu erleben, was das bedeutet. Wenn eine Gesellschaft davon so geprägt ist, dass sie alles als sakramentalisierbar erlebt. Auch die alltäglichsten Dinge. Mit meinem Thema möchte ich nicht in diese Richtung vordringen oder irgendwie vorschlagen, wir sollten in der Christengemeinschaft jetzt auch anfangen, alles Mögliche zu weihen, was im Alltag vorkommt. Das ist nicht gemeint. Aber es ist trotzdem nicht so leicht, wirklich zu begründen, warum ist diese Siebenheit entstanden. Das hat ein paar Jahrhunderte gedauert. Und das späteste Sakrament, was dazugekommen ist und mit dem die Kirche lange Zeit, mehrere Jahrhunderte lang, gar nichts zu tun haben wollte, das ist das Sakrament der Ehe. Das war eine ganze Zahl von Jahrhunderten lang ein Privatvertrag zwischen zwei Familien
Und erst ganz langsam hat die Kirche begonnen, da eine Segnung hinzuzufügen. Und erst später wurde das in die 7 Zahl der Sakramente aufgenommen. Also ich frage mich einfach, gibt es einen Grund für diese 7 Zahl, den wir aus uns selbst heraus entdecken könnten? Wenn es historisch eigentlich keine Begründung gibt, außer dass es eben so Tradition ist. Und da ist eben der Gedanke, wir könnten eigentlich in den Fragen, mit denen wir leben, in den Alltagsfragen, mit denen wir leben, und wieder meine ich die tiefgründigen Fragen, wir könnten schauen, ob wir da eine Siebenheit entdecken, die mit den Sakramenten zu tun hat. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das geht. Dass wir die ethischen und tiefgreifenden Grundfragen des Lebens, von denen es natürlich Millionen gibt, dass wir die in 7 Bereiche aufteilen können. Sozusagen nicht 7 Fragen, sondern 7 Fragefelder. Manchmal denke ich, es sind so wie Wolken von Fragen, die aber sich gruppieren und etwas miteinander zu tun haben. Und das wäre ein Beispiel dafür, so scheint es mir, für den Umgang mit alten christlichen Dogmen. Denn die 7 Zahl der Sakramente ist zumindest im katholischen Bereich eine Frage der Dogmatik. Und dabei ist Dogmatik gar nicht negativ gemeint, so wie wir es manchmal hören, sondern einfach im Rahmen des Lehrgebäudes der Kirche. Die Glaubensgrundsätze, dazu gehört im katholischen Bereich in der Tradition die 7 Zahl der Sakramente. Noch ein kleines Wort über die Dogmatik der Kirche und den Umgang mit Dogmen. Das ist eben anthroposophisch wiederum betrachtet eine hochinteressante Geschichte, weil das ganze Urchristentum, die ersten 300, vielleicht 400 Jahre, daraus besteht, dass Menschen etwas erlebt haben und es nicht in Worte fassen können. Und sie haben Dinge erlebt, die mit dem Christuswesen unmittelbar zu tun haben, und sie ringen und suchen nach Worten, um das auszudrücken. Und dabei entstehen Einseitigkeiten. Und die Menschen beginnen sich zu streiten. Und die Streitfragen werden zum Teil öffentlich ausgetragen. Ich habe gerade vergessen, wie dieser Kirchenvater heißt, der sich irgendwann beschwert in Alexandrien: Wenn ich auf den Markt gehe und einen Fisch kaufen will, dann sagt mir die Fischverkäuferin, der Sohn ist größer als der Vater. Und wenn ich mir die Haare schneiden lasse, dann sagt mir der Friseur, nein, der Sohn und der Vater sind gleich. Und ich muss irgendwie wieder herausfinden, wer das war, aber es gab wohl eine Zeit, wo diese dogmatischen Fragen auf dem Markt und beim Friseur diskutiert wurden. Im frühen Christentum, weil es verschiedene Gruppen gab, die das verschieden erlebt haben, wie sich Vater, Sohn und dann Vater, Sohn und Geist zueinander verhalten. Und dann hat ja relativ bald im 4. Jahrhundert der römische Staat in diese Fragen eingegriffen. Und auf den Konzilien wurden für diese Fragen Lösungen gesucht, die meistens ziemlich absurd und paradox waren.
Und die wurden festgeschrieben und waren ein Dogma. Und wer das nicht glaubte, wurde ausgeschlossen. Bestenfalls, manchmal auch getötet. So entstanden die Dogmen. Und wir können, wenn wir die Seelenentwicklung der Menschheit betrachten, wunderbar daran ablesen, was in der Anthroposophie als Verstandesseele bezeichnet wird, weil die Verstandes- und Gemütsseele, die kommt gerade noch so weit, Gegensätze als Paradox festzuschreiben. Das schafft die. Sagen, das ist wahr und das Gegenteil ist auch wahr, und wer das nicht glaubt, dem hacken wir den Kopf ab. Zum Beispiel, dass das so etwas kann die Verstandesseele. Die Verstandesseele kann nicht aus dieser Tatsache, das ist wahr und das Gegenteil ist wahr, und was bedeutet das nun für uns, anfangen mit den Begriffen zu jonglieren. Das ist eine Fähigkeit der Bewusstseinsseele. Und die hat begonnen, und das ist unsere Aufgabe heute. Die Dogmen der alten Kirche sind eingefrorene Wahrheiten, die im Gefrierschrank der Zeiten eine Zeit lang warten mussten, bis die Bewusstseinsseele soweit war, sie wieder aufzutauen. Und an der Stelle leben wir heute, und das ist unsere Aufgabe. Die mussten konserviert werden, sonst wären sie völlig untergegangen und wir hätten gar nichts mehr aufzutauen heute. Und so versuche ich eben, ich will mich jetzt nicht mit der Trinität und dem Vater und dem Sohn und der göttlichen und der menschlichen Natur des Christus befassen, das könnte man ein andermal tun, sondern eben mit diesem Dogma der Siebenheit der Sakramente und frage mich, lässt sich das auftauen, indem wir von uns ausgehen, indem wir von unseren Fragen ausgehen, die wir so haben. Und ich mache hier jetzt heute Abend einen Versuch und Sie dürfen dann anschließend mit diesen sieben Bällen jonglieren und entscheiden, ob das geht oder nicht. Das ist ein Vorschlag. Ich habe das Jonglieren nie gelernt. Mit einem Ball schaffe ich es. Bei zweien wird es schon schwierig und drei ist mir nie gelungen. Aber es gibt sicher viele unter Ihnen, die das können. Und mit den Gedanken ist es ein bisschen einfacher, die in Bewegung zu bringen. Damit wir uns orientieren können, nenne ich einmal die sieben Sakramente in der Tradition. Das ist die Taufe und die Konfirmation. Diese beiden haben sich aufgeteilt aus der urchristlichen Erwachsenentaufe. Das ist die Kindertaufe daraus entstanden und die Bekräftigung der Kindertaufe in der Jugendzeit. Dann das Sterbesakrament, die letzte Ölung, die Beichte, die Kommunion im Altarsakrament und die Ehe und die Priesterweihe. Und wer weiß, ob wir, wenn wir hätten eine Siebenheit entwerfen sollen von christlichen Ritualen, wir wären wahrscheinlich nicht auf diese Siebenheit so gekommen, vermute ich. Aber die hat sich so herausgebildet. Ich habe schon gesagt, auf Griechisch heißt das Mysterion. Was ist das? Es ist eine Handlung, die sich zwischen zwei Welten abspielt. Eine Handlung, die physische Substanz in Richtung Geist erhebt oder die geistige Kräfte mit der physischen Substanz verbindet. Das ist ein Sakrament. Und jetzt möchte ich, und das werde ich wahrscheinlich in ein paar Schleifen so mehrmals tun, mich dem annähern,
Wie könnte man von der anderen Seite dahin kommen? Was sind unsere größten Fragen? Und natürlich die größten Fragen der Religion überhaupt schon immer gewesen waren die beiden: Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Vor der Geburt oder vor der Empfängnis und nach dem Sterben. Es hat Religionen gegeben, die das eine mehr betont haben und welche, die das andere mehr betont haben. Im traditionellen Christentum war es lange viel interessanter, wo kommen wir nach dem Sterben hin, Himmel oder Hölle? Und das andere, wo kommen wir her, wurde völlig ausgeklammert, aber es sind trotzdem die beiden großen Fragen, woher und wohin? Dann die Frage, die uns im Allgemeinen in der Kindheit noch nicht so bewegt, aber ab der Jugend immer bewegt: Wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier? Dann die Fragen um das Schicksal. Warum geht es den einen Menschen so und dem anderen so? Warum geschehen mir Dinge? Wie kann ich die verarbeiten? Bin ich verantwortlich für das, was mir geschieht? Bin ich verantwortlich für meine Taten oder gibt es da Einflüsse, für die ich nichts kann? Kann ich lernen aus meiner Vergangenheit? Alles dieser Fragenkomplex rund um das Schicksal. Dann gibt es eine Art Grundfrage der Religion überhaupt: Gibt es eine geistige Welt? Und wenn es eine gäbe, hat sie etwas mit der physischen zu tun? Und glaube ich da überhaupt daran? Hat das etwas mit mir zu tun? Dann die Frage: Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Was möchte ich arbeiten? Was möchte ich tun für andere Menschen oder für mich selber? Und dann gibt es eben noch einen riesengroßen Fragenkomplex, der vielleicht immer größer und komplizierter wird in unserer Zeit. Was bedeutet die Polarität, in die die Menschheit hineingestellt ist, als männlich und weiblich inkarnierte Menschen? Und die Fragenbereiche, die heute dazukommen, sind eigentlich die: Was ist mit denen, die sich da nicht eindeutig zuordnen können? Wo stehe ich in dieser Polarität? Bin ich an einem Ende oder irgendwo dazwischen? Wie lässt sich das alles leben? Wo finde ich mich? Und jetzt haben wir 7 solche Fragenkomplexe gefunden. Und wir könnten versuchen, die irgendwie zu ordnen. Und dann nochmal wieder auf verschiedene Weise irgendwie stellen. Man kann die Reihenfolge verändern, so dem Lebenslauf entlang. Also zum Beispiel: Woher komme ich? Wer bin ich? Wie stehe ich zu meinem Schicksal? Wie stehe ich im Mysterium des männlich-weiblichen? Wem will ich dienen? Wo gehe ich hin? Und wie finde ich Begegnung und Austausch zwischen Menschen und zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen? Wieder die gleichen 7 Fragebereiche. Und dann, ich werde gleich einmal versuchen, das ein bisschen an der Tafel zu skizzieren, dann werden diese Fragenbereiche eben immer größer. Und dann finden wir in der Christengemeinschaft, in der Gründung der Christengemeinschaft, diese 7 Sakramente neu wieder. Und das Interessante an dieser Stelle ist, dass sie alle ein wenig in ihrer traditionellen Bedeutung erweitert werden.
wie es sich für einen Impuls aus der Anthroposophie auch gehört, dass das Traditionelle erweitert wird. Ich will jetzt einmal versuchen, das ganz einfach so mit ganz einfachen Fragen darzustellen. Ich würde das Altarsakrament in die Mitte schreiben als Zentrum, das Abendmahl, die Kommunion. Ich schreibe hier einfach mal Altar hin. Und damit habe ich bisher die Frage verbunden, wie ist die Kommunikation zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott? Und wie können wir wirklich Menschen werden? Das ist dann auch noch die Frage, ob wir das schon sind oder noch im Werden. Und dann kann man hier sagen, es gibt die Taufe. Es gibt die Konfirmation. Es gibt die Beichte. Es gibt die Ehe als Sakrament, die aber nicht unbedingt mit dem Verheiratetsein zu tun haben muss. Es gibt die Priesterweihe, die auch nicht unbedingt mit Priestersein zu tun haben muss, sondern möglicherweise mit dem Priesterlichen in jeder Tätigkeit und in jedem Beruf. Und es gibt als Sterbesakrament die letzte Ölung. Und um es ganz einfach zu machen, schreibe ich einmal hierhin, woher? Und bei der Konfirmation und Jugendfrage, warum? Und bei den Schicksalsfragen, wozu? Und bei der Ehe schreibe ich einfach mal Polarität. Alles andere muss man dann sich erschließen. Beim Priestertum schreibe ich Aufgabe. Und bei der letzten Ölung, wohin? Es hat übrigens auch ein interessantes Detail, die katholische Kirche im 20. Jahrhundert die Bedeutung des Sterbesakramentes verändert. Das Wort letzte Ölung ist durchaus noch so im Sprachgebrauch vorhanden. Ich war mal an einer Tankstelle. Da war so auf der Zapfsäule aufgedruckt, wann hatte Ihr Auto die letzte Ölung? Daraus habe ich geschlossen, das war in Wangen im Allgäu, also irgendwie nah genug am katholischen Bereich, dass man denken konnte, gut, das lebt noch. Aber eigentlich ist diese Ölung inzwischen als Krankensalbung bekannt in der katholischen Kirche und das Sterbesakrament ist die Kommunion geworden, die dem Sterbenden gereicht wird. Das braucht uns jetzt nicht weiter zu kümmern im Moment. Und es ist natürlich im sakramentalen Bereich damit auch der ganze Umkreis tatsächlich der Kommunion, die gereicht wird und vielleicht eines letzten Beichtsakramentes und dann die Begleitung bis zum Sterben. Sterben muss man immer selber. Und dann gibt es weitere Schritte der Begleitung auch im sakramentalen Bereich. In der Christengemeinschaft die Aussegnung, die Bestattungsfeier und die Totenweihehandlung. Und nun hat eben Rudolf Steiner in der Vorbereitung der Gründung der Christengemeinschaft so ein paar Andeutungen gemacht, wie diese Sakramente erweitert werden können durch diese Idee von Evolution und Involution. Und beschreibt da den
Gründerinnen und Gründern, zum Beispiel bei der Taufe, den Vorgang, da haben wir ein gewaltiges geistiges Potenzial und physisch das Kind noch ganz klein. Und trotzdem ist das eigentlich, er beschreibt es als einen Involutionsvorgang des Geistigen. Das riesige geistige Potenzial ist erstmal in diesen Menschen hineingestorben. Und die Entwicklungsmöglichkeit, die da ist, die soll jetzt durch ein Sakrament geheiligt werden. Das soll zu dieser Involution, dieser Einwicklung, dieser Kleinwerdung, damit das gut geht, ein Evolutionsvorgang durch die Taufe hinzugefügt werden. Nun kann man natürlich auch ganz gut ohne Taufe leben. Das ist bekannt und immer bekannter. Es ist in keiner Weise nötig, um leben zu können, solche Sakramente in Anspruch zu nehmen. Und trotzdem ist es eine Möglichkeit, die diesen Vorgang, der einerseits ein geistiges Sterben in dieses kleine Wesen hinein ist und andererseits der Beginn des physischen Sterbens. Denn es gibt manche Prozesse, die schon nach der Geburt Sterbeprozesse sind. Und dann im Zugehen auf das Sterben, auf der anderen Seite des Lebens, da ist ein geistiger Entfaltungsprozess im Gange und ein physischer Sterbeprozess. Da soll dieser Involution des Physischen eine geistige Entfaltung hinzugefügt werden. Und so geht er dann langsam durch die Sakramente durch und jedes fügt ein wenig etwas hinzu. Wenn in der Pubertät die Seele geboren wird, die natürlich schon da war, aber es wird in der Pubertät die Seele geboren mit den entsprechenden Geburtswehen, sie wird frei und probiert sich aus. Der Körper reift, die Kindheit stirbt. Die Frage, die sozusagen geheiligt werden darf dazu, wie bleibt die Entwicklung lebendig bis zum Tode? Dann sucht die weitere Entwicklung des Menschenwesens einfach im Leben, sucht ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht zwischen den Kräften des Bösen, die man ja in vielfacher Weise bezeichnen kann. Man könnte einmal probieren, wenn man es religiös betrachten will, zwischen Materialismus und fanatischer Verrücktheit. Beides kann man im Religiösen finden. Wir suchen ein Gleichgewicht. Dem wird hinzugefügt eine Heiligung, durch die heilende Arznei, das Sakrament. Evolution ist unmöglich ohne Erinnerung. Die Erinnerung konsolidiert unser Ich. Aber reine Erinnerung kann abtötend wirken. Es gibt Menschen, die nur noch in der Erinnerung leben und gar nicht mehr lebendig sind. Das kann man sich vorstellen. Die Erinnerung, auch die Fragen nach dem Schicksal, nach dem Vergangenen, braucht Belebung. Verwandlung der Erinnerung wird geheiligt durch das Beichtsakrament, durch dieses Sakrament, wo die Erinnerung eben geheiligt wird. Das eigene Schicksal verstehen und verwandeln lernen. Im Tod, das haben wir schon gesagt, die Involution des Physischen, die Evolution des Geistigen, der
Physische wird klein und unsichtbar, verschwindet, das Geistige wird groß. Aber wie lassen sich die Kräfte der Seele da durchtragen ins geistige Dasein? Das wird geheiligt durch das Sterbesakrament als Hilfe für diesen Übergang. Es gibt eine Sehnsucht des Menschen, sich wieder zu verbinden mit dem verlorenen Geistigen, eine religiöse Sehnsucht. Da könnte man sagen, die Involution ist das Gefühl des Verlustes. Das Geistige ist uns einfach, indem wir physische Menschen geworden sind, verloren gegangen. Und alle religiöse Suche, die es so gibt, manchmal ist sie rückwärtsgewandt in fundamentalistischen Bewegungen, manchmal ist sie vorwärtsgewandt in toleranteren religiösen Bewegungen. Aber damit sie objektiv werden kann, braucht es einen Spiegel. Und dafür wird in manchen religiösen Gemeinschaften werden einzelne Personen von der Alltagsarbeit befreit und an einen Altar gestellt, damit sie sich dieser Wiederverbindung mit dem Geistigen widmen können, eine besondere Lebensaufgabe erfüllen, das Priestertum. Und dann ist ja das ganze Leben voll mit Polaritäten. Es gibt diese uralte Polarität einfach zwischen Himmel und Erde, in die wir hineingestellt sind. Es gibt die männlich-weibliche Polarität und es gibt immer die Frage, wie sich dieses Getrenntsein in diese verschiedenen Arten des Lebens, die so viel Freude und so viel Probleme hervorrufen, wie sich das heilen lässt, wie man daran arbeiten kann. Wie lässt sich an der Heilung der Geschlechtertrennung arbeiten? Das ist die Frage, die im Ehesakrament sozusagen einen bestimmten Ausdruck findet, aber eigentlich eine ganze Wolke von Fragen beinhaltet, um diese Polaritäten herum. Ich probiere noch einmal die 7 Fragen. Wie kommen wir in die Welt? Wie empfinden wir uns in der Welt? Wie stellen wir uns zwischen Materie und Geist? Wie stellen wir uns zwischen Vergangenheit und Zukunft? Wie sind wir inkarniert in diesem Leben? Wie überschreiten wir unsere Grenzen? Und wie und wann werden wir diese Welt wieder verlassen? Und nun habe ich eben den Eindruck, dass wenn wir die erneuerten Sakramente der Christengemeinschaft ernst nehmen und nutzen, in ihrer erweiterten Bedeutung, dass wir dann ganz viele Lebensfragen leichter beantworten können. Wir bekommen die Antworten nicht serviert und geliefert, aber wir können eine Hilfe dadurch bekommen. Zum Beispiel ist die Taufe in der Christengemeinschaft erweitert durch einen Begriff davon, dass es die Seele vor der Empfängnis schon gab. Die feinste Andeutung von Reinkarnation, die ansonsten in den Sakramenten keine Rolle spielt, aber da heißt es, die Seele ist herabgesandt aus der Geist in die Erdengemeinschaft. Und diese herabgesandte Seele hat es vorher schon gegeben. Ein guter Katholik darf das nicht glauben. Denn das katholische Dogma besagt, die Seele wird im Augenblick der Empfängnis von Gott geschaffen. Bei uns wird das erweitert. Es hat sie schon gegeben. Sie ist gekommen, sie hat ein Lebensziel. Sie hat etwas vor. Und wenn das stimmt, wenn diese erweiterte Taufe Recht hat, dann hat jedes Leben eine Mission.
dann ist die Wiederverkörperung zumindest eine Denkmöglichkeit. Dann könnte alles, was mir im Leben geschieht, von mir selber geplant sein. Muss nicht, aber könnte. Dann könnte das bedeuten, dass unsere Kinder uns nicht gehören, sondern uns anvertraut sind, um sie zu begleiten. Wenn am anderen Ende des Lebens die letzte Ölung mit ihrer Erweiterung recht hat, dass wir da jemanden begleiten auf einem Weg in ein geistiges Dasein, in dem dieser Mensch sich weiterentwickelt, dann hat es überhaupt keinen Zweck, sich Sorgen zu machen über das Sterben. Dann kann uns gar nichts passieren. Dann kann auch ein schwieriges Leben seinen Sinn haben als Vorbereitung für die Zukunft. Dann kann sogar eine Natur- oder menschengemachte Katastrophe einen Sinn haben als Vorbereitung für die Zukunft. Dann hat es auch Sinn, bis zum Tode zu lernen und sich zu entwickeln. Dann hat es auch Sinn, Menschen bis zum Sterben hin zu begleiten oder sich von anderen begleiten zu lassen. Wenn die Konfirmation in ihrer erweiterten Form Recht hat und diese Erweiterung in einem neuen Verständnis davon besteht, was eigentlich Jugend für unsere Welt heute bedeutet und für die Entwicklung des Christentums. Ganz kurz gesagt, die Frage, die Jugendliche sich heute stellen und stellen müssen, was will ich aus meinem Leben machen, ist unglaublich neu. Die gab es bis vor kurzem überhaupt nicht. Bis vor relativ kurzer Zeit in unserer Gesellschaft haben die männlichen Jugendlichen das getan, was der Vater von ihnen wollte, und die weiblichen haben auf einen guten Mann gewartet. Und es gab keine Frage, wie entwickle ich mein individuelles Leben? Diese Frage war einzelnen Privilegierten vorbehalten oder in den alten Kulturen den sogenannten Berufsjugendlichen, den Eingeweihten. Die durften Fragen stellen und Dinge ändern. Und heute müssen wir das alle. Fragen stellen und Dinge ändern. Oder Dinge ändern wollen. Das heißt, Konfirmation ist heute nicht mehr wie noch vor relativ kurzer Zeit der Einstieg ins Berufsleben und ins Erwachsenensein, sondern der Einstieg in lebenslanges Fragen: Ist die Welt so richtig, wie sie ist? Muss sie so sein? Müsste sie geändert werden? Und wenn das so stimmt, dann kann man unsere ganze Menschheit so anschauen, dass sie im Moment gerade jugendlich wird und konfirmiert werden müsste. Dass wir alle in diesen Fragestatus hineingehen, dann wird das Christentum ganz neu verständlich als ein Vorgang, der diese alte Einweihung der ganzen Menschheit zur Verfügung stellen will und uns alle zu Jugendlichen machen soll, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Dann wird leider auch verständlich, warum manche Menschen Gewalt anwenden, um die Menschheit in einen Kindheitszustand zurückzuversetzen, weil das so schön einfach war, als es noch klare Regeln gab. Und dass es Fundamentalisten gibt und Terroristen, die einfach finden, diese ganze Freiheit macht nur Chaos, wir wollen lieber wieder zurück. Aber wir verstehen auch, dass das nicht geht, dass das nicht möglich ist. Wenn das alles stimmt, können wir uns auch über jede neue Generation freuen und deren neue Fähigkeiten bewundern, statt darüber zu klagen, wie die Jugend von heute wieder so komisch ist. Und dann entsteht Geduld für die Weltentwicklung, weil wir erkennen, 2000 Jahre Christentum ist sehr wenig. Wir haben noch nicht sehr viel geschafft mit dem Lernen der Freiheit,
Aber es geht weiter. Das Sakrament, was vielleicht am stärksten erweitert und verändert wurde in der Christengemeinschaft durch Rudolf Steiner, ist das der Beichte. Das geht so weit, dass in manchen Sprachen, vor allem in katholischen Gegenden, wo das Wort Beichte unbenutzbar geworden ist, andere Wörter gesucht werden dafür. Weil dieses Sakrament von einem Vergebungssakrament für böse Taten verwandelt worden ist in ein Sakrament der Hilfe dafür, meine Vergangenheit und das, was mir so geschieht im Leben, zu verstehen und zu verwandeln und mir gerade nicht vergeben und abnehmen zu lassen. Und wenn das stimmt, dann verändert auch das den Alltag, weil jede Kritik Sinn bekommt, auch die Selbstkritik, weil die Frage nach der Schuld einen neuen Sinn bekommt, vor allem die nach dem Schicksal, die Frage nach Dingen, die mir einfach passieren, obwohl ich damit glaube, nichts zu tun zu haben. Es wird auch der Hintergrund deutlich und verständlich für alles, was therapeutisches Arbeiten ist, mit Menschen und deren Schicksalen. Und manches an therapeutischem und ärztlichem könnte sogar unnötig werden, wenn in diesem Sakrament das gefunden werden kann, was ich aufgeben muss, um mein eigenes Schicksal zu verwandeln. Wenn die christliche Messe mit dem Abendmahl, mit der Kommunion in der erneuerten Form recht hat, mit dem erweiterten Verständnis, es geht darum, das Menschwerden zu heiligen. Wir sind Menschen, aber noch nicht ganz, so wie wir es gerne hätten. Es gibt da noch Luft nach oben, wie man so sagt. Es gibt noch Entwicklungsmöglichkeit. Dann hilft uns das, einen Rhythmus zu finden zwischen Himmel und Erde. Es hilft, dieses Gleichgewicht zu finden, dass wir weder verrückt werden im Religiösen und durchdrehen und uns nur noch nach den letzten hellsichtigen Erkenntnissen von irgendwem richten, noch verhärten und alles anfangen zu hassen und materialistisch werden. Die Balance finden zwischen Ernst und Heiligkeit, zwischen Atheismus und Leichtgläubigkeit. Eine gesunde Geistverbindung finden, eine Balance im Leben. Das ist eminent alltagstauglich, wenn es gelingt. Und natürlich gilt auch hier, man kann ganz gut ohne so ein Sakrament leben. Man kann das auch selber erzeugen. Aber es ist da und ist in der Welt als Angebot und Möglichkeit. Und natürlich geht die Welt aus den Fugen an vielen Stellen und wir werden nicht alle 7 Milliarden Menschen irgendwie zur Menschenweihehandlung schicken wollen. Wir sind froh, wenn diese Verwandlungsfragen überall in verschiedenen Arten und Weisen gelöst werden. Aber es gibt diese Möglichkeit. Und das Ehesakrament in der Christengemeinschaft ist interessanterweise erweitert in der Weise, dass da das Inkarniertsein in einem männlichen oder weiblichen Leib in einen Zusammenhang gestellt wird. Und dass beiden, die da heiraten wollen, verschiedene Aufgaben gegeben werden, nämlich jedem die ihm von Natur aus überhaupt nicht liegt. Das könnte man jetzt auch wieder lange ausführen. Es gibt diese berühmte Stelle, die viele davon abgehalten hat, in der Christengemeinschaft zu heiraten. Der Mann bekommt eine Aufgabe, die ihm überhaupt nicht liegt. Er soll in Verbindung mit den Kräften des auferstandenen Christus Leuchtkraft entwickeln und der Frau voranleuchten. Die meisten Männer haben dazu überhaupt keine Lust und überlassen das Leuchten den Frauen, weil die das viel besser können.
und kümmern sich um das Leuchten möglicherweise in ihrem Beruf, aber nicht, wenn sie nach Hause gekommen sind. Daran scheitern viele Beziehungen. Also die Männer bekommen da die Aufgabe, diese Leuchtkraft zu entwickeln, weil ihnen das nicht liegt. Und die Frauen, die das viel besser könnten, bekommen die Aufgabe, auf die Männer warten zu lernen. Folgen zu lernen, obwohl die ohne Probleme weit vorausgehen könnten, in der Verbindung zum auferstandenen Christus. Nein, sie sollen warten lernen auf die langsamen Männer. Und so gibt es in diesem erneuerten Trausakrament mehrere Stellen, wo das verschieden angesprochen wird, dieses Inkarniertsein. Es gibt auch wirklich Paare inzwischen, die nicht mehr typisch sind in diesem Sinne. Die brauchen das nicht. Aber es gibt noch genug typische Männer und Frauen, dass man dieses Sakrament noch ein paar Jahre lang weiter auch verwenden kann, wenn man es richtig versteht. Also, wenn das so stimmt, dann ist auch das ein Beispiel dafür, dass die Arbeit an Beziehungen der ganzen Menschheit hilfreich ist. Denn auch dieses, die menschlichen Liebes- und Lebensbeziehungen waren bis vor ganz kurzer Zeit streng geregelt, mit Tabus belegt, nicht auflösbar. Es war eigentlich gar nicht möglich, anders zu leben, anders zusammenzuleben, als in diesem verheirateten Zustand. Und es war auch bis vor kurzem in manchen Ländern Europas bis vor wenigen Jahren auch nicht möglich, eine Ehe aufzulösen. Südirland war das letzte Land, was das erlaubt hat, und es ist nicht lange her. Und das sollen wir jetzt alle plötzlich selber können, aus Freiheit, selbst gestaltet. Und da ist jedes Erreichnis, jedes Scheitern und jedes Glück, was da errungen wird, etwas, was der restlichen und zukünftigen Menschheit dann zur Verfügung steht. Das ist eigentlich das Paradebeispiel für Individualisierung. Und wenn es als siebtes jetzt eine Aufgabe gibt, die so exklusiv ist, sozusagen wie die priesterliche Aufgabe, nämlich sich von einer Gemeinde befreien zu lassen, von den anderen Tätigkeiten und an einen Altar stellen zu lassen, um die anderen sechs Sakramente zu vermitteln, dann ist das natürlich etwas, was auf alle menschlichen Tätigkeiten ausstrahlt, sodass jede irdische Tätigkeit priesterlich werden kann und jedes Büro und jede Arbeitsstelle sich in einen Altar verwandeln kann und jede Arbeit sich mit Devotion vollbringen lässt. Und wir haben nun einfach nur eine Priesterweihe, wir haben keine Lehrerweihe und wir haben keine Handwerkerweihe. Es gibt in alten Berufen manchmal solche Reste von Einweihungsvorgängen, die in den Beruf hineinführen, aber es hat mit allem zu tun. Und jetzt, und das zum Schluss, einfach nur als Anregung zum Jonglieren. Jetzt gruppiert sich um jedes dieser sieben Felder eine ganze Reihe von Fragen, die beantwortet werden wollen. Ethische Alltagsfragen. Rund um die Taufe gruppiert sich alles, was mit Erziehung zu tun hat, mit den Kinder- und Elternbeziehungen, mit der Sozialarbeit, mit dem Missbrauch von Vertrauen durch Erwachsene, alle Fragen rund um Sexualität, Verhütung, Abtreibung, Genmanipulation, Klonen und die ganzen Eingriffe und Verbesserungen, die an den Embryonen vorgenommen werden können schon, Leihmutterschaft, Samenspenden, Tötung von Kindern mit Behinderungen, was in manchen europäischen Ländern erlaubt ist,
wenn die Eltern und zwei Ärzte einverstanden sind, dass das Kind eine schlechte Lebensqualität haben wird, darf es getötet werden. Die ganze Frage um Leben, was mit Behinderungen gelebt werden muss, was könnte dahinter stehen, wo könnte die Ursache für eine Einseitigkeit sein in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und jetzt könnten wir weitermachen. Eine Wolke von ethischen Fragen, zu deren Beantwortung die Taufe ein wenig beiträgt, indem sie den Sinn jedes einzelnen Erdenlebens und die Sendung jeder einzelnen Seele betont. Daraus kann man nicht ableiten, das muss so oder so sein. Aber man kann das mit heranziehen, wenn so eine Frage kommt und beantwortet werden will. Beim Sterben genauso. Wie ist das mit der Sterbehilfe, der aktiven, der passiven? Wie ist es mit den Giftbechern, die in der Schweiz angeboten werden, wo man hingehen kann und sein Leben beenden? Hilfe zur Selbsttötung, sozialverträgliches Frühableben hat das auch mal jemand genannt. Wie ist das in den Ländern, wo so etwas erlaubt ist, mit dem Druck, der manchmal in den Familien entsteht? Ob der kranke Großvater nicht vielleicht doch schon vor den Sommerferien sich die Spritze geben lassen kann? Dann braucht man nicht so viel zu organisieren. Es sind alles ernsthafte Fragen, die auftauchen. Und wie soll da entschieden werden? Und dann die Menschen, die sterben wollen und die Menschen, die nicht sterben können. Wo die einen sagen, ja, Gott hat mich irgendwie vergessen, warum lebe ich eigentlich immer noch? Und die anderen haben genug, schon früh im Leben. Warum ich? Die Sterbesakramente mit ihrer Betonung auf das Leben nach dem Tode wirklich ernst zu nehmen, können helfen, solche Fragen zu beantworten. Die ganzen Jugendfragen, wer bin ich, wozu bin ich hier, was soll das alles, muss das so bleiben, ist das System der Welt, wie es ist, richtig? Soziale Fragen, Fragen der Wirtschaftsordnung, Individuum und Gemeinschaft, die Suche, das Finden, das Loslassen unserer Kinder, sie ins Erwachsenenleben gehen lassen. Das wird alles leichter verständlich, wenn wir ein neues Verständnis von Jugend erwerben, zum Beispiel durch die erneuerte Konfirmation. Die Schicksalsfragen um Taten und Reue, ich bereue, was ich getan habe, oder vielleicht bereue ich es nicht, aber ich habe trotzdem jemanden geschadet, Schuld und Sühne, aber auch gesellschaftliche Fragen, der Strafvollzug, was will der eigentlich? Schicksalsschläge und ihr Sinn, wie lässt sich vom Schicksal lernen? Was ist gut, was ist böse, wie kommt die Menschheit voran? Fragen, bei denen das erneuerte Schicksalsverständnis des Beichtsakramentes helfen könnte. Das Abendmahl, Brot und Wein, Leib und Blut Christi, das Teilnehmen an dem Vorgang von Sterben und Auferstehen. Das zentrale Sakrament, was ich da in die Mitte geschrieben habe. Gibt es überhaupt eine geistige Welt? Ist sie getrennt oder eins mit der physischen Welt? Kann ich ein Werkzeug göttlichen Willens sein? Kann ich etwas tun? Wie kommt Neues in die Welt? Das ist eigentlich die zentrale Frage von Tod und Auferstehung. Und die lässt sich natürlich bei jeder Tätigkeit und auch in der Kunst zum Beispiel ganz gut beobachten. Es kommt meistens nur Neues in die Welt, wenn man mindestens einmal verzweifelt gewesen ist und dann die Dinge neu ergriffen hat. Das hat alles mit Tod und Auferstehung, mit Passion und Ostern
und mit dem Abendmahls- und Altarsakrament zu tun. Die Ehe, die Beziehungsfragen, was bedeutet für mich die Polarität männlich und weiblich, wo stehe ich darin, was ist typisch, was ist uns anerzogen, welche sexuellen Orientierungen sind frei lebbar, was bedeuten sie, was ist nicht akzeptabel, wen müssen wir schützen vor Übergriffen in der Gesellschaft. Was ist die Zukunftsvision? Wie arbeiten wir daran, das Typische zu verwandeln und das Zusammenleben freier zu machen? Wie wirkt Erfolg und Scheitern in den Beziehungen auf die Entwicklung der Menschheit? Alles Fragen, zu denen dieses erneuerte Sakrament ein paar Anregungen zu geben hat, auch denen, die es nicht brauchen oder nicht wollen. Und die Priesterweihe als Suche einer Lebensaufgabe, Urbild eines Berufes, der von anderen zugesprochen wird, was aber eigentlich für alle Berufe gilt und gelten könnte. Jeder Beruf hat nur Sinn im sozialen Zusammenhang. Wozu bin ich eigentlich in dieser Welt? Was kann ich tun? Und wie soll Berufswelt und Arbeitswelt sich entwickeln? Wie kann das weiterentwickelt werden? Dieses Fragenfeld, gesellschaftlich wichtig, könnte eine Anregung aus der erneuerten Priesterweihe bekommen. Und jetzt will ich nur zum Schluss noch einmal sagen, man kann auch ohne Sakramente leben. Das geht gut, kein Problem. Aber es gibt sie als Angebot. Und es gibt Kräfte in unserer Welt, die gegen das arbeiten, was mit diesen Sakramenten von Rudolf Steiner, der da mitgeholfen hat, gewollt wurde. Kräfte, die unsere Welt automatisieren und technisieren wollen und uns den Sinn des Lebens nehmen wollen. Und es gibt die Kräfte, die uns in eine Welt der Illusionen entführen wollen. Illusionen und Lügen und Irrtümer. Und wir, egal ob mit Sakramenten oder ohne oder auf andere Weise, wir wollen doch eigentlich helfen, dass unsere Welt gesund wird und die Balance findet zwischen Ernst und Freude und dass sie wahrhaftig wird. Vielen Dank.